Hey Leute, willkommen zurück zu Penumbra, die schwarze Pest. Letztes Mal haben wir die Schlüsselkarte gefunden, um hier in dieses Räumchen zu gelangen. Und vielleicht ist ja Dr. Swanson hier irgendwo. Sie sagte zumindest, dass wir eine fette Umarmung von ihr bekommen. Eine, die wir vorher noch nie so erhalten haben. Ja, da freue ich mich doch schon mal drauf. Schauen wir mal hier. Da ist noch ein Batteriechen. Gut. Was haben wir da? Oh, Painkiller. Und das war's. Mit Stift. Na gut. Toiletten, ne? Toiletten sind immer ein Blick wert in solchen Dingern hier. Aber ich glaube, hier haben wir nichts. Was ist das? In den Waschbecken steht eine dünne Schicht einer merkwürdigen Substanz. Da lasse ich besser meine Finger davon. Ja, könnte man auch als Staub bezeichnen, Philipp. Könnte man, muss man aber nicht. Guck mal, das ist ein Embryo. Alter Schwede, aber ein Alien-Embryo. So zumindest sah es aus. Die haben hier einfach mal ein Embryo im... Matsch, oh Gott, ist das eklig. Ist das ekelhaft. Was haben wir denn hier? Okay. Ach ja, okay. Jetzt ist einfach mal die Tür zu. Looky here, more perilous death-defying action, courtesy of the skinny English professor. Rambo, you are not. Try running towards him, screaming for a change. Warum hängt eine Kiste? Wow! Warte mal, warte mal, warte mal, kann ich da irgendwas... Ja. 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 Was? Was ist denn mit der Kiste hier los? Ist die verbuggt? Oh. Hey, good work, buddy. Give yourself a slap on the back with a crowbar, why don't you? Oh, one thing. Before you get too overwhelmed with glee. I know murder can be a lot of fun, but didn't you quite like that broad? Hey, I think that's a piece of her skull on your shoe. Wait, don't tell me you really thought... I thought you knew I was pulling your leg. Oh, my best laid plans and all that. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Ja, voll lustig, Clarence. Er hat sie einfach kalt gemacht. Ein Schlüssel. Why are they always holding a key, or a note, or a swipe card? Why is it never, I don't know, a cheese sandwich? I'm starving. Ja, super hat er das gemacht, ne? Der liebe Murray, Murray sag ich schon. Der liebe Clarence hat uns einfach vorgespielt, als wär's ein Monster. Die gute Dr. Swanson. Oh Mann, so eine Sau. Und wir haben sie umgebracht. Mit seiner Hilfe natürlich. Ja, das war's wohl mit unserer einzigen Helferin hier. Und wir waren ihre einzige Hilfe. Vielleicht wollte sie uns wirklich einfach nur umarmen eben. Ist auf uns zugelaufen und hat sich gefragt, was ist mit uns los? Und wir machen sie kalt. Und überall diese Viecher hier, guck mal. Spinnchen. Köstliche Spinnchen. Das ist hier nichts mehr. Gar nicht schön. Nicht im geringsten. Ja, klasse. Dann hat sich das jetzt auch mit der lieben Frau Doktor. Ach, Mann. Oh. Abgeschlossen. Auf dem kleinen Schild steht, dass dies Dr. Swansons Büro ist. Na dann. Gucken wir uns das mal an. Ist das Hirn? Ich helfe mal sezieren hier. Scheibchen. Scheibchen schneiden. Oh, was ist das? Sieht man nicht. Ach ja. Schaltkreise. Muss ich irgendwie Strom machen an dem Computer? Der scheint nicht. Boring. Where's the games on this thing? This broad. We, sorry, you. Kill her off.
And she's still jetting a lot of piss and wind from beyond the grave. That's about as likely to work as aromatherapy is to cure cancer. Ja, danke, Clarence, für deine Einwürfe. Gegenmittel, Tumgate-Virus-Arbeitsbericht. Heilmittel, Annabelle Swanson. Swanson. Wenn Sie das hier lesen, müssen Sie mich wohl nicht länger ertragen. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben, also sollte ich mich zumindest dafür bei Ihnen bedanken. Ich dachte mir, ich stelle mal wieder was für den Fall zusammen, dass ich nicht selbst vor Ort sein werde, um mich darum zu kümmern. Entschuldigung für die Formalität, aber das ist wohl die Macht der Gewohnheit. Auszug. Der Zweck dieser Prozedur ist die Entwicklung einer Heilungsformel zur Stabilisierung der Infektion im Wirt und falls möglich ihrer vollständigen Abstoßung. Experimente haben gezeigt, dass Injektionen, die bis zu 50% des Hirngewebes betreffen, die Infektion mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80% rückgängig machen können. In seltenen Fällen tötet die Mixtur sowohl den Wirt als auch die Infektion. Ah, der Luxus, keine andere Wahl zu haben. Ausrüstung. Präparatmixer Typ ZX3V2 aus einem Präparationsanalysator gebaut. Nee, Präparatanalysator, nicht Präparations. Chemikalien. Aceton, Chlor, Schwefel, Jod, Stickstoff, Brom. Brom, Säureregulator, ziemlich wichtig. Ohne Brom wäre dies bloß als das gute alte Rattengift. Die Chemikalien werden automatisch in der oben angegebenen Reihenfolge aufbewahrt. Der wichtigste Zusatz ist Substanz 65. Ich habe lediglich Zugang zu 12 und 67, mit denen ich unterschiedliche Erfolge hatte. 65 hat ähnliche, jedoch übertriebene Eigenschaften wie 67 und wurde erst kurz vor der Infektion entdeckt. Also könnte es noch immer im Chemielabor unter Quarantäne stehen. Methode. Alle Chemikalien sollten im ZX3V2 verbunden und in der aufgelisteten Reihenfolge aufbewahrt werden. Per Voreinstellung wird die Aufbewahrung automatisch vorgenommen und die Chemikalien können in beliebiger Reihenfolge in die Maschine eingegeben werden. Substanz muss in die Einfüllöffnung des Behälters eingegeben werden. Es ist essentiell, dass die Chemikalien in folgender Reihenfolge vermischt werden: Chlor, Aceton, Jod, Brom, Stickstoff und schließlich Schwefel. Beachten Sie, dass die untere Tastenleiste aufgrund eines Herstellungsfehlers über eine umgekehrte Tastennummerierung verfügt. Die äußerste rechte Taste ist die 4, die Ziffern nehmen nach links ab. Nach erfolgreicher Mischung könnten im Wirt abhängig vom Infektionsgrad bis zu 3 Milligramm injiziert werden. Anmerkung: Alle Chemikalien und Ausrüstung sollten im Untersuchungsraum bewahrt werden. Erwartete Effekte: Aufgrund des viralen Aspekts ist mit einer psychischen Schwächung des Wirts, psychisch, oder der Beeinflussung eines Teils seiner ursprünglichen Persönlichkeit zu rechnen. Der Endzustand des Wirts ist bis dato unklar. Diese nebulösen Prognosen kann ich mir einfach nicht abgewöhnen. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass der Wirt einige virale Fähigkeiten behält. Telepathie, Erinnerung und sogar die Fähigkeit, mit dem zentralen Nervensystem zu kommunizieren. Im Ernst, auch wenn wir kein Happy End geschafft haben, vielen Dank für den Versuch. Es hat mir viel bedeutet. Aha, Shelter-Bevölkerungsdiagramm, guck mal, 60, puff, tot, alle tot. Bis auf Amabel. Tiermutationsrate. Die Diagnostik, machen wir mal. Forschungsstatus. Aktuelle Forschungsprojekte. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt so interessieren soll. Negativ. Großereignisse. Durchsuche Log nach aufgezeichneten Ereignissen. Bitte warten. 21. August 1972. Unfall. 1. April 1973. Baubeginn. 75 Bauabschluss, 92 Entdeckung von Substanz 63 und Artefakt 66b in Anlage Site B. April 2000 Untersuchung des Grabes. Loks unbrauchbar und nicht wiederherstellbar. Betriebssysteme, Lebenserhaltung 36%, Catering offline, Transport offline, Kommunikation offline, nein, nur intern. Na gut, Sicherheit offline, Rohrleitungen 100%, keine weiteren Informationen verfügbar. Besucherdurchsatz? Da haben wir wahrscheinlich gar nichts, oder? Vor einem Jahr, 2 Tagen, letzter Besuch bestätigte Abreise. Letzte bestätigte vor 8. Vor 8 Tagen. Wer ist das wohl? Huh. Na gut. Na komm, das müssen wir, glaube ich, alles nicht mehr wissen. Schmupp. Keine Ahnung. Tür aufgesperrt. Schmupp-Echse. Frage mich. Naja, egal.
Werden wir wohl nie herausfinden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja ein Easter Egg. Oder warte mal. Ich probier's einfach mal. Machen wir mal. Amabel. Incorrect Password. Probieren wir mal mit Swanson. Incorrect Password. Okay. Naja. Ich glaube, dafür gibt es auch keine wirkliche Lösung. Haben wir jetzt... Warte mal. Wir haben nur noch die Säge. Ich muss auf jeden Fall ins Chemielabor. Um dort die ganzen... Oh. Ich kann immer noch nicht in Worte fassen, was Clarence tat. Was ich tat. Ich verbarg meinen Zorn im Zaum. Und nutzte ihn. Ich nutzte ihn dazu, weiterzukommen. Ich hatte vor, mich damit für immer von Clarence zu heilen. Ja, das haben wir wohl vor. Indem wir einfach mal die Chemikalie zusammenmixen. You know, you'd be awfully lonely without me, don't you? We're really not that bad together. Why don't we just call it quits, huh? If you stop trying to destroy me, I'll give you a shiny penny. Dankeschön, Clarence. Das finde ich super nett von dir. So können wir das machen. Du gibst mir einen Penny und wir sind beste Freunde. Ja? Hast du dir das so vorgestellt, mein Freund? Natürlich hast du dir das so vorgestellt. Du bist ja auch ein verrückter Virus in meinem Kopf. Denkst du etwa, ich verschone dich jetzt, weil du mir gut zuredest? Du Arsch, du Blöder. Oh. Stickstoff. Ja, Stickstoff in so einer Plastikflasche. Hört sich sehr logisch an. Ach nee, warte, da geht's ja wieder raus. Oh oh, da vorne war er. Nee. Warte mal, war da noch was? An dem Computer vielleicht? Ja, der ist kaputt. Scheint nicht zu funktionieren. Die Tourguides, diese gehören Ihnen. Ich fühle mich immer weniger an diesem Ort. Ich entgleite mir. Ja, ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, du. Scheint nicht so toll. Aha. Oh, hier sieht es auch wieder traumhaft unverrottet aus. Zugerostet. Es muss einen anderen Weg in die Lüftungsschächte geben. Muss da irgendwo was versteckt sein? Nö. Ah. Da ist was versteckt. Aha, seht mal. Jod. Ich hab's doch gewusst. Die Substanz 65 ist dann im Chemielager. Das haben wir ja schon gehört. Und irgendwie muss ich dort rankommen. Oh, der sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ist von der anderen Seite blockiert. Habe ich denn irgendwas, um das Ding aufzumachen? Irgendwas. Ich muss in die Lüftungsschächte. So viel ist sicher. Aber wie schaffe ich das? Zugerostet. Ich habe auch nichts, was mir hier hilft, oder? Also mit der Säge bestimmt nicht, ne. Na gut, dann sind wir hier, glaube ich, noch zu früh. Schauen wir mal, was wir im Chemielager erreichen können. Wobei, ich glaube nicht, dass wir da was erreichen können. Es wird nicht funktionieren. Ich muss nochmal da hinten rein. Die Tür war zu. Ich weiß nicht, ob hier Viecher waren oder ob sich das nur so angehört hat, weil der auf der anderen Seite stand, der Arsch. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, das ist nur ein Durchgang. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Wo waren jetzt nochmal die Nummer 5? Oh oh. Ganz ruhig. Irgendwo habe ich was übersehen, aber ich komme gerade nicht drauf vor. Pardon. Ah, ich werde nochmal ans Töpfchen fassen. Das LSD-Töpfchen. Warte. Nein. Klicken wir jetzt mal auf die 1. Toll. Noch ein tödlicher Giftsack, was? Statt der Giftsack? Ach so.
Das aufströmende Gas muss eine Notfallabschaltung eingerichtet haben. Ja, ja, ist ja gut. Kann ich das irgendwie abstellen? Eine Verstärkungsplatte für das Rohrsystem. Wie soll das denn funktionieren? Frage ich mich ja auch, Philipp. Du musst das Gas irgendwo abstellen können, du. Irgendwo. Ach, guck mal, das ist das Rohr doch. Kann ich das irgendwie reparieren damit? Ich muss auf jeden Fall das Rohr erstmal kaputt kriegen, das obere. Das hier. Oh! Einfacher als gedacht. Okay. Ich kann das neue Rohrstück nicht aufstecken, da ein Sicherheitsdeckel angebracht ist. Jetzt nicht mehr. Haha. Fantastisch. So einfach geht das. Wunderbar. Wunderbar. Einfacher als gedacht. Take a right turn. Ja, ja. Monkey, they're everywhere. Don't go on. Turn around. You'll get us killed. Ja. Okay, hat mal nicht gelogen, ausnahmsweise, ne? Switch, guard. They see us. Quick, there's a switch back there. Be careful. Der hat eine Axt. Nein, nein, nein. Kleiner Mistkerl. Es wird jetzt zwar ein bisschen dunkler bleiben. Ist das eine Kamera? Da ist das eine Kamera. Was passiert, wenn die mich erfasst? Oh, noch ein Schalter. Look, just wait a minute. Maybe we got off on the wrong foot. You don't have to go through with this. We can be friends. I don't wanna die, Monkey. Halt die Schnauze. Glaubst du, ich will sterben? Oh, die Tür ist zu. Ja, Mann, diese Kamera. Ich weiß nicht wo. Bin ich hier richtig? Oh ja. Warum ist der Hebel eigentlich im Arsch der Heide, bitte? Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Clarence. Weh. Oh, ich brauche noch einen. Warum brauche ich noch einen Hebel, Mensch? Dann hat was von zwei Hebeln gesagt hier. Da! Ja, ja. Wie, noch einer? Seid ihr des Wahnsinns? Warum ist hier noch ein Hebel? Ach, jetzt. Das war's jetzt aber, oder? Es sind nur zwei. Uiuiuiui. Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. Wait, be careful. Something's wrong. Nein. Ja, wenn ich mich nicht verbarrikadiere. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Alter. Kehrt den Schrank um. Oh. Haben wir es geschafft? Ist Ruhe? Ich glaube, wir haben es geschafft. Dead workers are inefficient workers. Always wear safety goggles when handling hazardous materials. And be sure to store your personal cyanide capsule well away from archaic issue aspirin. Ja, Cyanid statt Aspirin nehmen. Ja, diese Dinger übernehmen mich. Sie übernehmen mich. Diese Tourguide. Das ist also eigentlich nicht gut, wenn wir diese Dinger anfassen, aber auch notwendig. Na gut, Leute, ich würde sagen, für diesen Part reicht's mal wieder.
Es ist spannend, oder? Ich finde es ziemlich spannend, obwohl ich eigentlich schon alles so ein bisschen kenne. Na gut, wie dem auch sei. Lasst mir Likes da, schreibt mir Kommentare, würde mich sehr darüber freuen, diese kleine Unterstützung. Und wir sehen uns wieder zu Penumbra, die schwarze Pest.